Willkommen zusammen zurück hier mit Medieval Dynasty und heute machen wir eine kleine Tour. Eine besondere Tour. Wir werden was einkaufen. Seid gespannt. Und ja, was Besonderes, was man nicht jeden Tag kauft. Und natürlich auch mal schauen, dass wir neue Bewohner ranschaffen. Ach, hast du Tor genommen. Typischer Fein hier. Was hast denn du alles da drin? Ah, das können wir drin lassen. So. Ich würde sagen, unser erstes Ziel ist Denizia. Schauen wir mal, ob es dort jemand Fähiges gibt. Also wir werden mindestens in 3 Dörfer gehen, vielleicht sogar in mehr. Und... ist da ein Wolf? Da war doch schon ewig kein Wolf mehr. Interessant. Ach, da ist Dorf. Ach, ich bin auch voll weit unten geritten. Okay. Das erklärt einiges. So, die Herren und die Damen. Oh. Hey. Ah. Eigentlich will ich ihn nicht. Denizia. Sagen wir gehen rüber nach Lesnica, Jezerica und dann nach Hornica. So mein Plan aktuell. Wow, 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 wow. Und vielleicht kann sich bei der Rude der ein oder andere schon denken, was ich da einkaufen will. Vielleicht habt ihr es sogar schon am Thumbnail gesehen. Ich weiß nicht, was ich da reingemacht habe. Aber die Möglichkeit besteht. Ah, verlassen. Verlassen. Eisenaxt. Schickes Leder. Das Brennholz lasse ich voll da. Sollte soweit alles gewesen sein. So, über die Brücke, Berg hoch und dann sind wir auch schon da. Ein bisschen Ausschau halten. Also mich reizt nicht mehr alles. Ach, da liegt ein Bogen. Ja, gerade solche Wägen sind nicht immer wirklich nützlich. Von dem, was es da gibt, aber so ein Banditenlager, da gibt es immer noch geilen Stuff. Gut, gut. Habt ihr hier fähige Arbeiter? Ich würde es begrüßen. Dame. Hast du Lust? Wunderbar.
erstmal hier dem Herrn hier eine Arbeit, eine Frau geben, so Überleben, Jagen, Landwirtschaft. Moment, Landwirtschaft ist doch auch die Mühle, oder? Und die Schenke. Ne, das ist Produktion. Das ist Produktion. Aber das ist vielleicht auch Produktion. Ne, das ist Landwirtschaft. Alles klar. Habe ich die schon eingestellt? Schauen wir mal. Ah ja. Wunderbar. Wieder was erledigt. Wie müssen wir denn jetzt reiten? Wir können eigentlich auch auf der Seite den Weg nehmen. Da geht doch hier oben lang irgendeiner. Den bin ich schon ewig nicht mehr geritten. Beziehungsweise geritten bin ich den eh noch nie. Ich bin denn zu Fuß mal lang gegangen. Vor Urzeiten. Füchse. Schauen wir mal. Ach, Wölfe. Ich sag, schauen wir mal, dann kommt schon der Wolf aus dem Gebüsch. Ui. Da lang. Ach, und die Sau ist auch da. Aber auf die habe ich jetzt auch geluscht. Oh, hier hinten bin ich auf jeden Fall noch nie gewesen. Da bin ich definitiv... Habe ich da irgendwo abgekürzt. Wow, wow, wow. Da geht es aber ganz schön runter. Aha, da hinten ist das Dorf. Ich kenne mich aus. Ich dachte zwischenzeitlich kurz, habe ich mich jetzt verritten, bin ich viel zu weit, aber nö, es passt ja alles. So. Fragen wir hier mal. Gibt es sonst noch jemand? Ach, da sind noch welche. Den Herrn hier, der Gerwin. How can I help you? Willst du mitkommen? Wunderbar. So, warte, was? Du kannst gewinnen, Diplomatien überleben. Ich schenke es eher nichts für dich. Der Holzschuppen, ach, der Grabungsschuppen hier.
Das war, glaube ich, der Stroh sammeln soll. Da ist aktuell niemand dort, weil ich habe gesehen, dass ich ein bisschen Strohmangel habe. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt noch eine Dame. Dann ist eh von die Häuser her wieder alles belegt. Vielleicht eine, die ein bisschen produzieren kann oder so. Wäre eine Schenke auf jeden Fall nicht verkehrt. Ist schon krass, welche Wandlungen hier in der Karte so drin stecken. Gibt's echt alles. Krasse Berge. Ebenes Land, Flüsse, Wälder. So, machen wir kurz ein bisschen Piano hier. So. Da lang und vorne rechts wäre eine Option. Ich glaube, das war Abfahrt 1 zu früh. Aber wir sind wieder zurück auf dem Weg. Und damit auch so gut wie im Dorf. Schauen wir mal, wer da ist. Was seid denn ihr hier für Leute? Die Dame hier könnte ich mir vorstellen. Hello, friend. Wunderbar. Kriegt sie auch direkt hier einen Kameraden. Und die ist jetzt auch gut in Landwirtschaft und Produktion. Landwirtschaft habe ich jetzt nicht so Bedarf. Aber ich würde die jetzt einfach mal in die Schenke packen. Besser wie nichts. Umdisponieren können wir immer noch. So, und jetzt wollte ich hier auch noch was einkaufen. Und zwar ein Pferdchen. Das ist ein männlicher Hengst. Und das ist eine Stutenfohle. Stutenfohle. Ein Stutfohlen. Schwarz, was da wohl rauskommt. Du bist ein Männchen und du bist ein Weibchen. Ja. Ich würde das Kleine hier nehmen. Oh nein! Oh nein! Hä? Ah! Dam, dam, dam. Ich habe so viele Rezepte für die Schenke gekauft, das ist mein Problem. Das ist meiner. Ich war noch so voll im Fokus hier, ja. Ich habe jetzt voll viel Geld. Ist locker drin. Ich habe schon wieder voll vergessen, dass ich da nicht so viel ausgegeben habe. Damit... konntet ihr tatsächlich aus dem Thumbnail gar nicht erkennen, was meine Mission jetzt war, diese Folge.
Weil ich gefailt habe. Eieieiei. Das tut mir jetzt wirklich leid. Wir müssen mal anders nachholen. Müssen wir mal schauen, was wir von zu Hause verkaufen. Also ich hätte wahrscheinlich einfach hergehen sollen und nochmal die Münzen aus der Truhe holen. Da wären garantiert 4.000, 5.000 drin gelegen, aber... Naja, gut. Hoppala. Hier gab es schon Dinge zu finden, aber aktuell nicht. Ich würde einfach mal den Fluss hier entlang reiten. Ah, wie sind? Och nee. Jetzt kommen die Oi. Oi, oi, oi. So, jetzt muss ich langsam wieder in die andere Richtung lenken. Nicht, dass wir gleich im Kreis reiten. Ja, bewohnertechnisch können wir jetzt niemand mehr einstellen. Damit sind wir jetzt durch. Also wir müssen halt erst das Haus fertigstellen. Und... Ja, ich wollte auch noch ein bisschen was bauen. Aha, Banditen. Komm, die machen wir noch. Oh, das war nicht mein Plan. Pferdchen haben sie glücklicherweise in Ruhe gelassen. Sind die zu zweit oder zu dritt? Ich glaube zu zweit. Ist die Variante, die ein bisschen einfacher ist. Schnell weg hier. Kommst du auch hoch? Wow. Müssen wir noch weiter rennen? Langsam sollte ich auch eine Kleinigkeit essen. Okay. Okay, okay. Wenn ich ausgepowert bin, ist mit Bogenspannen ein bisschen schwierig. Ich lebe auf Nummer sicher. Wo ist er denn? Ist er denn schon wieder zurück? Ja klar, der chillt da. Gut. Damit ist er beseitigt. Ich hätte gern meinen Bolzer wieder. Wo war denn der andere? Ach da.
gebratenes Fleisch haben die alle. Ein paar Münzen. Wein. Ein Holzbecher. Ein Wurfstein und das war's dann auch schon. War gut. Sie waren ja auch einfach zu machen. Von dem her. Von dem her würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da und dann macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.